Herzlich willkommen wieder bei mir. Heute gibt es leckere, knusprige Süßkartoffel-Kartoffelwürfel aus dem Backofen. Man kann sie genießen als Hauptspeise mit einer tollen Joghurtsoße, Quark oder auch Sauerrahmen. Oder als Beilage sind sie auch sehr beliebt und passen fast zu jedem Gericht. Geschmacklich übertreffen sie meiner Ansicht nach viele andere Beilagen und als Hauptspeise konkurrieren sie mit Brat- und Ofenkartoffeln. Man kann das Rezept auch alleine mit Kartoffeln natürlich machen, aber gerade die Mischung mit den Süßkartoffeln macht das Rezept meiner Ansicht nach richtig delikat und besonders. Der absolute Vorteil dieses Rezepts liegt aber darin, dass man es sehr schnell zubereiten kann mit wenigen Zutaten. Kartoffeln und Süßkartoffeln habe ich bereits geschnitten. Die Süßkartoffeln habe ich so in Würfelgrößen geschnitten und die Kartoffeln ein bisschen dünner. Ihr könnt aber auch die Kartoffeln so in kleinere Würfel schneiden. Die brauchen ein bisschen längere Garzeit. Habe bereits alles auf ein Backblech mit Backpapier gegeben und gieße jetzt Olivenöl darüber. Als nächstes kommt Salz. Also ich mische diese ganze Würzung nicht vorher, sondern gebe alles so nacheinander drauf. Das ist viel praktischer, finde ich. Und Knoblauchpulver. Das ist auch ein Tipp. Wenn ihr kein Knoblauchpulver findet, dann einfach geriebene Knoblauch. Und hier seht ihr gerade Oregano. Das ist ein Muss bei diesem Rezept. Und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben, wie immer, sind unter dem Video in der Beschreibung. Und Paprikapulver, auch reichlich vom Paprikapulver hinzugeben. Ein bisschen nach Augenmaß, also nach Gefühl einfach. Ich habe da keine genauen Maße, aber die Mengenangaben gebe ich euch trotzdem unter dem Video. Und alles mischen und schön verteilen auf dem Blech. Habe meinen Ofen schon bereits auf 220 Grad gestellt und gebe jetzt das Blech genau in die Mitte des Ofens, ungefähr für 20 Minuten, kann aber auch länger dauern. Ihr müsst selber mal kontrollieren, ob die gar sind, die Süßkartoffeln und die Kartoffeln. In dieser Größe brauchen sie in meinem Ofen wirklich nur 20 Minuten, geht ruckzuck und so sieht es dann am Ende aus. Und das war's schon, also mehr Arbeit ist nicht drin. Und weil es so schnell geht und so kurz dauert, macht es auch richtig Spaß, finde ich, das Gericht zu machen. Heute verwende ich diese leckeren Süßkartoffel- und Kartoffelwürfel als Beilage, da ich heute noch vegane Hackbällchen gemacht habe. Und dann habe ich auch hier, seht ihr gerade, getoastete Halloumi. Habe ich ganz schnell in meinem Toaster gemacht und dann gebe ich da drauf noch Joghurtsoße. Und zwar die Joghurtsoße habe ich ein bisschen mit Salz, Wasser, Zitronensaft und ein bisschen Knoblauch gemischt. Und das ist so lecker. Heute gibt es als Beilage das Rezept bei mir, aber wir essen das sehr gerne auch als Hauptspeise, auch mit einer tollen Joghurtsoße oder mit einem Quark-Dip. Unbedingt zum Nachmachen empfohlen von mir. Ja, gerade für jeden, der wenig Zeit hat, für Studenten, für Arbeitende, für Faule und so weiter, die eigentlich nicht so viel in der Küche stehen wollen, aber die trotzdem was Schnelles machen wollen, ist dieses Rezept super geeignet, finde ich. Ja, wenn ihr das mal ausprobiert, wünsche ich schon mal guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und natürlich freue ich mich über ein Like, wenn euch das Rezept gefallen hat und über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Rezept. Tschüss!